Hier ist der Großdeutsche Rundfunk. Liebe Soldaten, liebe Hörer in der Heimat, liebe Freunde jenseits der Grenzen. Zum 10. Male ruft die Fanfare zum Wunschkonzert der Wehrmacht. Wir beginnen für die Soldaten. Werner Hof, Karl Ruth, Peter Reul, Erwin Achtstädter, Willi Bartelt, Hans Wiegauer. Die Fahrschüler und Fahrlehrer der 1. Ersatzkompanie, eine Strafgeldspende für schlechtes Fahren von 30 Mark. Die Soldaten aus dem Bunker Schnucki. Eine Flugabwehrgruppe um Berlin für ihren Kommandeur. Das Waffenpersonal des 1. Zuges einer Jagdstaffel im Bunker zum streitbaren Uhu. Und die Volksdeutschen aus den Dörfern Kemper-Zawadowska, Latoskova, Oborska und Palinitska im Landkreis Warschau mit einer Spende von 5.720 Zloty. Wir grüßen euch und wir erfüllen euren Wunsch mit des großen Kurfürsten Reitermarsch. Von der Westfront hat uns besonders gewichtige Grüße geschickt. Eine Spende von 365 Mark und 5 lebende Schweine. 5 erbeutete französische Schweine im Gesamtgewicht von 11,5 Zentnern. Die Überbringer dieser herzerfreuenden Spende, die Schützen Max Kramer und Heinrich Hammer, wollten uns noch durch ein selbstgedichtetes Lied erfreuen. Leider haben sie den Text der 48 Strophen verloren. Schade, aber wir wollen den Willen für die Tat nehmen. Ich bin froh, ich bin kein Intellektueller, kein Siebengescheiter, Aufgeklärter, kein ganz Heller. Das hat mir oft genützt im Leben, denn manches Mal wird Sachen geben, wo es ganz gut, wenn man nicht ist grad zugelehrt. Ein bisschen dumm sein hat sich oft bewährt. Deshalb haben sie mich auch von München hierher
nach Berlin kommen lassen, um beim Wunschkonzert mitmachen zu können. Nämlich, da müssen doch wir Bayern auch dabei sein. Eigentlich sollten ja die Wunschkonzerte bei uns in München stattfinden. Ja, ja, weil wir doch die Stadt der Kunst sind. Aber dann haben die Berliner gejammert, um Gottes Willen. Alles kriegen die Münchner, alles und wir armen Berliner mit unserer Bescheidenheit, wir kriegen gar nichts. Na, dann haben wir nachgegeben, haben wir gesagt, gut, kriegen die Berliner die Wunschkonzerte und wir kriegen dafür mehr Butter. Den ist wenn man psoffen nach Hause kommt. Nicht schön ist, wenn die Frau drüber recht brummt. Schön ist zu singen so ein saublödes Couplet. Schön ist der Herr Mirat, das ist Marie. Schöner als alles und mehr noch dazu. Gemma. Apollona, Apollona, Apollona bist du. Apollona, Apollona, Apollona bist du. Und nun, ihr Väter, gebet Acht, was euch im Frühling Spaß gemacht, zeigt sich in seinen Folgen schon mit diesem wunderbaren Ton. Söhne für die Soldaten, Jürgen Nobili, Thilo Hartmann. Schlafe, mein Prinzchen, schlaf ein. Schäfchen ruht und Vögelein. Liebe Soldaten, liebe Hörer, eine Mutter hat angerufen, eine von den vielen Müttern. Ihr Sohn ist gefallen. Seine Kameraden haben ihm die Erkennungsmarke abgenommen und alles, was ihm gehörte, seiner Mutter geschickt. Die Mutter hat uns angerufen. Sie sagte, ich habe hier das Notizbuch meines lieben Jungen. Auf der letzten Seite steht ein Lied, das er immer so gerne gesungen hat. Das Lied heißt Gute Nacht, Mutter. Kann ich das Lied noch einmal hören? Gute Nacht, Mutter, gute Nacht. An mich jede Stunde gedacht, hast dich gesorgt, gequält um deinen Jungen, hast ihm des Abends ein Schlaflied gesungen. Gute Nacht, Mutter, gute Nacht, hab viel Kummer und Sorgen gemacht. Du hast verziehen,
letzte Heimatland.